Und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Need for Speed Underground 1 aus dem Jahre 2003. Ich habe das Projekt ja schon jetzt ein paar Mal angekündigt gehabt. WRC ist Geschichte. Jetzt geht's für uns in den Untergrund. Need for Speed Underground 1 geht los. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Ich habe mir ja schon so ein bisschen meine Gedanken gemacht, welche Autos ich fahren werde. Und welchen Style ich fahren werde. Entschuldige mich ein bisschen, dass ich mich ein bisschen kränklich anhöre. Liegt einfach daran, dass ich momentan ziemlich erkältet bin. Hoffe, das stört euch nicht. Mich stört's auch nicht. Ich werde trotzdem aufnehmen. Nichts hindert mich daran. Dieses Game. Jetzt hat's zocken für euch. Los geht's. Need for Speed Underground. Benötigt ein Profil mit Fortschritt festzuhalten. Jetzt erfahre ich, ob ich erstellen oder laden. Natürlich will ich das machen. Wir werden ein neues Profil erstellen müssen. Mein Name natürlich. Happy Campy. Immer. Automatisch speichern, ja, werden wir natürlich aktivieren. Dann brauchen wir uns hier um den Scheiß zumindest mal nicht zu kümmern. Los geht's! Jetzt! Gleich, hoffentlich. Ich spiele übrigens auf der PlayStation 2, wie ihr auch lesen könnt. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt in den Untergrund. Willkommen im Underground-Modus. Natürlich, Entschuldigung. Deine Karriere als Rennfahrer beginnt hier. Nimm jetzt mit den härtesten Jungs der Straße auf und weißt, dass du der beste Fahrer bist. Die Sieger sahen tolle Boni und Upgrades ab. Verlierer können nach Hause gehen. Amen. Gas geben. Auf X, okay. Wer braucht ja nicht? Ja, gut bremsen, aber das war's auch. Egal, schauen wir mal. Sorry wegen dem Bild, alles ist. Sorry, leider nicht einzustellen. Es gab halt damals noch keine. Es gab halt damals noch keine andere Auflösung. Jetzt müssen wir aber erstmal beweisen, dass wir hier zurechtkommen. Ah! Danke fürs wieder zurücksetzen. Ja, ist das geil. 30 Jahre ist das der erste. So, ich habe. Und ich hab's nicht nur einmal gesagt. 10 oder 12 Mal insgesamt war es, glaube ich. Ich kann ja damit nicht behauen. Aber es war jetzt das erste Mal im Display. Da habe ich auch noch was gemacht. Damals war ich. 16, als ich das Spiel gespielt habe, ich bin jetzt, also, noch nicht gar nicht, doch, obwohl, klar. Der kommt, der jetzt noch gemacht ist. Oh, mag es nicht. Bei euch ist ja schon der erste 6. Ist ja mein Geburtstag, ich bin noch ganz glücklich. Bevor, ich werde jetzt natürlich ein bisschen anfangen, wie gesagt, weil ich weiß, wie weit ich zum Gleichzeitig komme. Weil ich genau ein paar Tage vorher zum Urlaub gekommen bin. Leider muss ich mir die Rostock nicht weiß gewesen. Ich wurde ja noch nicht vor. Wenn wir jetzt aktuell erst den. Alter, hast du mal jeden Fall. Ich hab so drei
Haben. Gut, das erste Rennen haben wir dann noch geschafft. Es war nicht wirklich souverän, weil man ein bisschen davon was träumst du? Das ist Eddie. Sieh ihn dir gut an. So sieht ein Gewinner aus, der absolut Respekt verdient. Nicht nur der Wagen, das Können zählt. Also, welcher dieser Wagen gehört dir? Genau, das war Eddie mit seinem Nissan Skyline. Den werden wir auch noch später im Spiel, werden wir den, ja, werden wir ihn gut besser kennenlernen. Gut, ich habe mir Gedanken gemacht, welche Wagen ich beginnen werde. Das ist natürlich für mich als Fast and Furious Fan natürlich ein einziges Auto, wo ich sagen würde, den muss ich unbedingt fahren. Aber erstmal zur Auswahl. Wir stehen, zur Auswahl steht der Volkswagen Golf GTI von 8000. 10.000 haben wir ja. Ich sehe jetzt auch direkt eingeblendet. Dann den Honda Civic für genau 10.000. Jetzt auch, glaube ich, über das Privatwagen gefahren. Jetzt war ich mit dem Typen, aber den Wagen habe ich privat gehabt. Dann der Track, den werde ich nicht nehmen. Das hat einfach folgenden Grund, weil ich mir ausgesucht habe, den werde ich in dem Nachfolge-Display nehmen, und zwar in die Fast and Underground 2. Damit werde ich mit dem Wagen beginnen. Dann haben wir 1.500 der Mazda X5-Auswahl. Kein schlechtes Auto auf jeden Fall für Einsteiger. Der Dodge Neon. Kannte mal jemand damals im Zeitungsausfall, weil ich den Tempo noch Zeitung getragen habe, als das Spiel rauskam. Und da hatte jemand den Wagen in weiß. Den werde ich uns auch gestehen. Ja, das war's auch schon. Für mich gibt es nur eine Wahl, und zwar den Honda Civic. Mann, das war echt schwach. Übrigens, das sagt sie bei jedem Auto. Hey, Loser. Kann ich dir helfen? Packen wir es. Nur wir beide, du und ich. Das kriegen wir locker hin, komm! Du willst der Beste sein? Dann mach die Jungs hier alle. Wenn du verlierst, bist du verloren. Alles klar? Toll. Dann los. Hier findest du die aktuellsten Rennen. Die Rennkarte zeigt dir, wo was abgeht. Genau, wir haben 111 Rennen, die uns vor uns jetzt liegen. Während dieses Let's Plays. Als erstes haben wir zur Auswahl einen Rundkurs, einen Sprint, einen Drift oder einen Drag. Und noch einen Runden-K.O. Aber wenn ich ehrlich bin, ich fange jetzt an mit dem Rundkurs. Hey Bruder, ich bin José. Mittel fahren wir. Hab ich ja schon gesagt gehabt. Am Anfang sind die Rennen relativ einfach, danach werden sie richtig knackig. Bin mal gespannt, wie gut wir hier durchkommen, wie schnell wir hier durchkommen, aber werden die Zeit brauchen. Wir werden einige Zeit brauchen, ja. Schauen wir mal. So. Golf, unser Honda, der Nien, Peugeot 206. Am Anfang war ich schon ein bisschen langsam. Ja, ist halt so, dass man keine Upgrades oder Leistungen hat. Das dauert ja. Und diese geile Durchmaus. Ich hab ja. Oh. Konnte ich denn hier nicht entscheiden? Ich bin Messe. Ja, die Namen kenne ich noch. Ich kann das mal ausprobieren. Das ist das Schöne. Auch wenn man das irgendwie schon nehmen kann, hier ist. Ja, das ist auch nicht. Ich glaube, das ist nicht. Das ist eigentlich nicht. Na komm. Wie gesagt, am Anfang ist es relativ langsam und einfach noch. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich bin ja absolut ein bisschen Fan von der gesamten Reihe. Und dann habt ihr auch schon eine Ahnung, wie ich den Wagen aufbauen werde. Aber das wird nicht der einzige Wagen sein. Ich werde dann auch so lange gar nicht mit den Plänen rausziehen, wie ich mit den 6 Autos rausgezogen gerade fahren werde. Aber das halt erst dann auch noch einsteigen. Erste Runde haben wir dann überreden schon erledigt. Ich bin aktuell vor dem 206 im Golf von dem Nieren. Also José als Veranstalter für den Rennen. Und bitte. Es wird ja noch freundlicher lustig, denn später die Leute, die wir ja natürlich kennen, die wissen auch, da kommen auch später noch 6 Runden, 7 Runden zu rennen. Die werden auf jeden Fall nicht knacken. Da wird auf jeden Fall nichts Einfaches. Aber alles in neuer Zeit. Ja.
für die, die noch nicht kennen. Ups, sorry für Spoiler. Dann. Aber normalerweise die Leute, die das genau kennen, oder die sich das schauen, die kennen auch die Reihe oder das Spiel. Und diese Need for Speed sind für mich natürlich die besten, auf alle Fälle. Ich habe ja gesagt, ja, ich werde das nicht vorzuproduzieren in den nächsten Tagen, weil wir Urlaub und so. Das heißt, ich werde jetzt einige von euch machen, noch mehr Leute als einfach kochen. Schauen wir mal rein. Und so ein bisschen hat dieses Schauspiel auch so von Most Wanted. Ja, 2 Sekunden haben wir am Ende vor dem Golf gehabt. Oh, ein bisschen haben wir was. 500 auf unser Konto, wir können quasi weitermachen. Jo. Ja, das dauert jetzt alles ein bisschen, wie mit dem automatischen Speichern. Ich glaube, ich mache das sogar aus. Weil das nervt irgendwie. Ich hoffe, dass das Spiel ohne Probleme wird, weil das würde dann zu lange dauern mit dem ganzen Speichern. Mal weiter. Ja. Ich will mal kurz was ausstellen, ich das automatisch speichern. Laden. Aber es ist ausgestellt? Ja. Weil das ist besser so. Somit man nicht quasi mit jedem Rennmoment warten, sondern kann eigentlich direkt durchziehen. Ich liebe diese Musik immer noch. So, los geht's in den weiteren Untergrund. Können wir eigentlich schon tunes? Müssen wir eine neue. Hey, wie sieht's aus? Gefällt's dir? Dann musst du siegen. Kein Sieg, keine fetten Autoteile. Willst du cool aussehen und schnell fahren? Kauf deine Upgrades bei mir und du wirst schnell zur Elite gehören. Ja, genau. Wir können natürlich das Aussehen geben, also das äußere Aussehen von dem Autotune. Wir können die Leistungsupgrades einbauen. Die wir noch frei haben, die kriegen wir dann erst später. Oder wir können auch handeln. Für manche Autos kriegen wir Geld zurück, für manche Autos müssen wir noch ein bisschen drauf zahlen. Das ist der Unterschied halt zu diesen anderen neueren Need for Speed Spielen, dass man halt nur ein Auto besitzen kann. Das finde ich ein bisschen schade, ich hätte gerne noch ein paar mehr Autos gehabt, aber vielleicht ist es einfach so. Aber wir werden erstmal mit unserem Honda ein bisschen was. So, können wir ein bisschen in der Karosserie tun. 500 haben wir auf dem Konto. Ja, naja, nichts wirklich gerade Interessantes dabei. Spoiler, Motorhaube. Dachspoiler werde ich nicht tun, weil die mag ich nicht. Farbe, natürlich Basis. Ich werde den Wagen in schwarz tunen. Ja. Felgen. Standardfelgen bringen's einfach nicht. Ich weiß nämlich nicht, welche genau das sind. Wie viel haben wir noch im Konto? Ja, paar, aber. We keep it going, I'll stop, y'all. 16 Zoll Felgen. Haha, wie toll. Ja, können wir gucken, wie teuer die Neons sind. Die werde ich als erstes natürlich dann reintun. Grünen. Gut. Dann gehen wir in die Rennkarte und machen weiter. Krass, Kid. Probieren wir es auch mal mit Drift. Da habe ich jetzt irgendwie ein bisschen Bock drauf. Normalerweise, wie gesagt, also, wo ich die Sache privat immer durchgezockt habe, war es dann für mich relativ einfach, die Drift zu machen. Ich habe die ja fast alle beim ersten Besuch geschafft. Jetzt muss ich mal wieder ein bisschen reinkommen in dieses Spiel. Oder allgemein in den Drift. Ah, passt doch schon. Ich glaube, es ist nicht schwer. Also sowieso am Anfang ist es eh relativ einfach, weil es alle Einsteiger sind. Das wird alles so. Okay, das passiert, wenn man die Mauer fährt. Jetzt habe ich euch mal kurz aufgeben, was es geht. Das ist natürlich auch. Jo.
aber bis jetzt ohne Probleme. Hier rum. Tausendmal auf dem Konto. Auf dem Konto. So, damit müssen wir es eigentlich auch souverän gewonnen haben. Aber sowas von 10.000 Punkte Vorsprung sollte eigentlich ohne Probleme reichen. 3.600 Steinpunkte für Strecke 1 haben wir freigeschaltet. Okay. Nein. Wir speichern, wenn es soweit ist. Weiter geht's mit der Rennkarte. Die letzten beißen die Hunde. Wir bauen. Machen weiter im Sprint. Ein bisschen Kohle ansammeln. Aber wir kriegen jetzt nach und nach ein bisschen Geld. Dann heißt, wir können nachher auf jeden Fall auch dann anfangen, mit den ein bisschen äußerlich zu tunen. Rise, Jackie und Rosie fahren jetzt mit uns. 206, Neon, Golf, wenn ich es richtig gemacht habe, ne? Zu der gelben Golf. Ja, das Spiel ist ja geil gewesen. Genau, was selber dann muss man machen kann. Kann man leider nicht machen. Bei Underground 2 gibt es da. Danke dir, Alter. Und an diese Haus kennt man ja ungefähr, wie weit die Gegner voll weg und vorbei sind. War auch schon vorbei mit mir und jetzt geht's zum Gegner. 206. Der 6 hat gerade schön diese Pfosten geküsst. Würde ich jetzt mal so spontan sagen, weil er wahrscheinlich jetzt ist. Und auf nächster Reihe, ja, der war letzter. Kurz auch angezeigt. Das heißt, wir sind wieder vorne. Ja, das ist cool, dass du in diesem Dreieck die Bar man jetzt mit dem Fahrzeug. Was haben wir denn als nächstes? Das sind 1 für die 4. Wir Nils werde ich nicht auf dem Autobahn tun. Die werden auf den Nachfolgefahrzeug draufkommen. Aber nicht auf dem Honda Civic. Wie gesagt, der wird nur 1 Teil haben. Und der wird den Stylus Version 4 bis 1 haben. So, wir können mal kurz in den Wagen reingehen. Wir gehen mal ins Aussehen, Zubehör, Neons. Drauf haben, jetzt, yes, Baby. Brauchen wir noch nicht. Glasfolie, hellschwarze Folie, ja, haben wir doch schon. Gut, dann können wir mal auf die Karosserie gehen. Schauen wir mal, was wir da so ein bisschen haben. Wenn wir das hier am besten. Ah, da kommen Erinnerungen. Ah, noch kann man nicht viel dran tun. Egal. So, weiter geht's mit der Rennkarte. Wie gesagt, die Rennen machen wir noch hier. Machen wir hier mal den Rundpro, oder? Habe ich irgendwie gerade ein bisschen mehr Bock drauf. Danach machen wir noch den Dragon und dann machen wir hier einen Folgen-Cut. Und dann sehen wir uns dann gleich, sehen wir uns wieder in der zweiten Folge. Aber wir machen erstmal noch die zwei Rennen hier in Folge 1. Nur quasi so als Einsteiger. Skyline, der sieht auch geil aus, auf jeden Fall. Genau. Wie es eben gerade angekündigt wurde, jeder Runde der letzte Runde raus, heißt, man dürfte auch kein Verletzter sein.
So, ich muss mal verhindern, als wir mal haben. Ah, jetzt zieh mal mit rein. Wie gesagt, das ist ja der letzte Mal, glaube ich, neben dem aber den will ich ja auch fahren, dass wir dann alles aussperren, was ich total noch fahren werde. Ob wir den hier halt mit Grind sein Auto machen, weiß ich nicht. Mal gucken, wie ich Bock drauf habe. Aber der gehört auch zu meiner Sache. Aber alles zu seiner Zeit. Und da werde ich das Weile verhalten. Das war nur nicht wie lange. Aber ich weiß schon wie lange. So. Mal gucken. Erstmal auf jeden Fall. Das ist die erste Runde gleich mal. Doch gut, Bock, nicht schon. Guck mal, 7 Sekunden aktuell. Ja, ich hab so eine magische Anziehungskraft an Bäumen, wenn man die erzählt, der gesehen hat, der weiß, was ich meine. Schilder, Bäume, Hindernisse, alles kein Problem, nehme ich gerne mit. Nur schade, den Honda nur in diesem Underground Teil gab, beziehungsweise dann auch in der japanischen Version von Underground 2. In der europäischen Version gab es ja da einen Forza dafür. Ich hätte auch noch einen zweiten Allergon-Teil gehabt. Ja, mit der Open World. Mit den Tuning-Möglichkeiten. So, zweite Runde haben wir auch geschafft. Ich weiß, dass sie jetzt auch verabschiedet. Ich muss jetzt gerade mal gucken, wer das raus ist. Genau. Oder welche Autos raus sind. Sechs oder Lancer. Okay. Das ist ja wie ein Golf hinter uns. Genau. 2 Sekunden. Ja, jetzt kriegt der Gummi, weil ich mit dem Golf kommt, aber böse ran. Aber jetzt hat der den Überschuss auf einmal. Der hat auf immer richtig böse Überschuss. Habt ihr gesehen, wie der dran gezogen ist? Kleiner Fehler gemeint worden zu haben. Wie viel Zeit verlieren wir, dass das die Entscheidung sei, gewesen sein? Ich glaube, der wurde auch in den Fan oder so reingehauen. Egal, das ist noch. So, die Golf GTI haben wir auch ausgeschaltet. Glänzer und 206. Und damit sind wir auch ohne Probleme Erster. Ich fand mal, wer, wann und welche aus Auto wir als erstes freischalten. Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr, wie die Autos verkehrt sind. Nein. Das machen wir dann, wenn wir gesagt, wie gesagt, die Folgen. Wir kamen einen Rennen, machen wir noch in dieser ersten Folge. So, wir gehen weiter auf die Rennkarte. Ach, wir können ja nochmal tunen gehen. Alleine neue Heckschürze und mal Seitenschürzen ranmachen, weil nur vorne sieht auch scheiße aus. Sniper, die gefällt mir immer noch am besten. Style, das ist ja der so Typ Erst-Style. Ah,
Was? Ich hab nicht genug Kohle? Ach man, nur 300. Egal, deswegen. Müssen wir das gleich machen. So, wir wollen ja nicht weitermachen, wir wollen ja nicht tunen. Wir können auch kurz mal speichern. Sicher ist sicher. So we don't cause a scene. We do TV, magazines, dip below steam. The sunroofer limousine. Seen them come, seen them go. It's our turn next to blow. It's our turn to burn. Think fast, but talk slow. Schön, man kann selbst im Hintergrund auf das Auto drehen. Gut, wir fahren mal weg. Das Intro-Video hätte ich gerne noch gesehen. Normalerweise zeigen die beim Drake und Drift noch ein Intro-Video, wie das so ganz ein bisschen funktioniert. Das muss ich mir selber ein bisschen beibringen. Ich muss jetzt überlegen, wie ich mache das mit dem Schalten. Wahrscheinlich muss ich mir jetzt ein, zwei Mal reinarbeiten und bin dann sofort drin. Ja, jetzt momentan aber noch nicht wirklich. Aber noch keine Gegner. Ich muss jetzt gerade gucken, wie was war mit dem. Ah, hier, das ist es. Zurückblicken. Ich weiß nämlich nicht, wie der war mit dem. Ah, okay, mit dem Kreis. Ja, mein. Ah, puh. Ich hab mich selber kaputt gemacht. Sonst war der Neon, weil der kommt jetzt gerade zu nah, aber. Eigentlich. Da war's. 42,8, haben wir uns ein bisschen verschaltet, aber wie gesagt, am Anfang ist es noch relativ einfach. Oh, mach doch knapp. Reicht aber. Haben schon ein langes Cover gedrungen. Oh, wir haben hier ein neues Auto, wir haben einen Lancer. Ist leider kein Evo, würde ich den wahrscheinlich fahren, aber wieder noch ein bisschen will ich jetzt den. Will ich jetzt den Civic behalten. Wie gesagt, wir haben das erste Rennen jetzt hinter uns. Die ersten Rennen. Das mit einem Stern. Toll, da du jetzt auf Option Auto abgebildet bist, wird dein Wagen in Frankreich voll berühmt. Ja, schön. Nein. So, wir können auch kurz tunen, aussehen, Karosserie und dann haben wir es doch schon. Zwei über einen Stern. Ja, den nehmen wir mit. Gut. Bevor wir hier weitermachen auf der Rennkarte, sehen wir uns dann hoffentlich morgen wieder bei einer neuen Folge von Let's Play Need for Speed Underground 1. Bis dahin und ciao!